Ihr seht um mich herum einen Haufen Lampen stehen und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe ein Update in der Halle vor, ein fest installiertes, aber ich habe mir gleich gedacht, warum machen wir nicht mal ein Video, was habe ich für Beleuchtung und wofür nutze ich denn überhaupt die Beleuchtung. Fest installierte Beleuchtung, die jetzt hier getauscht oder geändert oder zusätzlich gemacht wird, mache ich natürlich nur, um unseren Stromanbieter noch ein bisschen mehr hinten reinzustecken. Spaß beiseite, ich sage euch natürlich gleich, worum es geht. Ich würde aber sagen, wir fangen erstmal so ein bisschen mit der mobilen Beleuchtung an und wofür... Ja, sind denn da überhaupt die Einsatzgebiete? Wir haben hier gleich zu meiner Linken die Scan-Grip-Lampen, aufbereitungstechnisch natürlich für jeden bekannt. Wir haben einmal die Multimatch Air, eine kleine Handlampe, und wir haben noch die Kopflampe. Die beiden größeren, sage ich mal, für mich ganz klar in dem Lackbereich zu sehen, um Kratzer, Squirrels und ja, Endkontrollen einfach durchzufühlen. Dafür sind die da, und die Kopflampe nicht mehr auszudenken. Innenraumaufbereitung, wer das vorher ohne gemacht hat, wozu ich mich auch zähle, der weiß dann erstmal, was Luxus ist, wenn man wirklich beide Hände frei zur Verfügung hat und immer sieht, was da los ist. Meiner Meinung nach könnte der Akku ein bisschen stärker sein, oder man muss sich halt eine zweite dazu holen, weil wenn man wirklich ein bisschen intensiver in den Raum reinigt, dann ja, kann es dann doch durchaus vorkommen, dass man dann ab dem Dreiviertel des Fahrzeugs im Dunkeln steht oder dann vielleicht doch wieder eine Handlampe mit hinzuziehen soll. Ansonsten Innenraum bleiben wir gleich dabei, und hier ja, hat der Nico von den Autolackaffen mir sowieso mal ein richtiges Ei ins Nest gelegt, so schön wie man sagt. Hier seht ihr meine Variante, es gibt Innenraumleuchten, habe ich vorher auch genommen. Ihr könnt quasi die Motorraumbeleuchtung nehmen, die sind wirklich endlos teuer, wenn ihr eine halbwegs vernünftige haben wollt, die dann noch vernünftige Ausleuchtung macht. Hier billigste Low-Budget-Prinzip, aber auch das Beste, muss ich gleich vorab sagen. Ich habe hier eine 36 Watt LED-Röhre, da könnt ihr natürlich auch eure Lichtleistung variieren, wie ihr möchtet. Zwei Kabelbinder drum, S-Haken zur Befestigung, weil viele auch immer fragen, wie machst du die fest? Ganz normal die Handgriffhalter, Halterung, Sicherheitshalterung, ihr wisst schon, was ich meine. Oben am Himmel einhaken, hier befestigen. Verlängerungskabel ran, und ihr habt die beste Innenraumausleuchtung, die man in meinen Augen haben kann. Und die günstigste, wie gesagt, kostet vielleicht alles zusammen 25, 30 Euro. So viel dazu, dann haben wir hier hinter mir zu stehen, und das ist echt ein Gimmick, das möchte ich auch nicht vermissen, was ich hier noch machen werde. Rollen ran bauen, damit es einfach ein bisschen leichter zu handhaben ist. Ansonsten mobiles Lichtstativ. Wofür nutze ich das? Erstmal eigentlich nicht, um jede Ecke am Fahrzeug das mir hinterher zu ziehen. Dunkle Ecken in der Halle kennt eigentlich jeder. Hallentor, ganz kritischer Bereich. Man kann nicht wirklich Lampen dran montieren. Und genau dafür nutze ich es einfach, um die dunkle Ecke auszuleuchten. Stellen wir es immer hin. Oder gerade so Lackierungsbereiche, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt wirklich klare Sicht vorne an der Stoßstangenecke haben, die man lackieren möchte, die sich dahin zu stellen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten haben wir hier noch, auch aus dem Baumarkt, ein LED-SMD-Fluterstativ, ganz klar für Außenaufbereitung, um einfach nochmal Lackkontrollen durchzuführen. Ich würde sagen, das war es eigentlich schon von der mobilen Beleuchtung, Freunde. Genau, von der mobilen Beleuchtung. Gehen wir direkt zu der fest installierten Beleuchtung durch, von Anfang an in der Halle drinne. Ganz klassische LED-Röhren, ich glaube 18 Watt haben die, halten jetzt auch schon 4 Jahre hier. An den Seitenwänden auf Beckenhöhe, die sind natürlich erstmal für ja, Lackbereich ganz okay, sage ich mal, aber für den Innenbereich auch ganz nützlich, wenn man einfach mal eine seitliche Ausleuchtung in das Fahrzeug so ein bisschen rein hat. Aber man muss gleich davor absagen, das ist keine Beleuchtung, die euch die Halle komplett ausleuchtet. LED-Wandleuchten machen wir damit direkt weiter, waren hier vorher durchgängig an der Decke verbaut, sind ziemlich schnell gewichen, nicht nur weil wir das Hallendach erneuert haben, sondern weil ich dann ein Update vor 2 Jahren gemacht habe mit dem SMD-Flutern. Kommen wir aber auch gleich zu, ob die Vorteile, Nachteile haben, ob die einen Sinn haben, wofür sie einen Sinn haben. LED-Wandleuchten jetzt noch über der Werkbank quasi montiert, und da sieht man schon ganz klar eine ganz schöne Raumausleuchtung, aber für unsere Einsatzzwecke nicht ganz so sinnvoll, weil das Licht ist einfach nur Licht, was unseren Raum ausleuchtet, was aber jetzt uns nicht beim Arbeiten wirklich hilft. Und Nachteil, ihr seht schon, da sind schon wieder ein paar Röhrchen kaputt, die ich jetzt nicht erneuert habe, weil wir sowieso ein Update machen. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man davon etliche verbaut hat in der Halle und man hat sich für günstigere Leuchtmittel entschieden, tja, ihr seht es, Wartung ist da ganz oben, nach 2, 3 Jahren geht's los, könnt da Röhre für Röhre austauschen. Die fliegen sowieso gleich raus, kommen wir aber nochmal kurz zu den SMD-Strahlern. Und da muss man schon sagen, es ist ziemlich schwer, mit euch zu sprechen, ist der
das Thema Blendeffekt. Für mich unverzichtbare Lampen zum Arbeiten. Warum zum Arbeiten? Wenn man aufs Bauteil raufguckt, wenn ich hier unten raufgucke, stört es mich überhaupt nicht, blenden mich nicht und ich sehe quasi wie überdimensionale Scan-Grips oder hier wie diese Stativleuchten meinen Lack und ich sehe den Kratzerzustand. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein. Vorteil beim Arbeiten, ich sehe, was ich mache. Nachteil ist, wenn ich meinen Kunden nur eine One-Step verkaufe und der das Fahrzeug draußen im Tageslicht kennt und ihr fahrt hier rein, denkt er danach, Mensch, hat man denn hier überhaupt was gemacht? Deswegen zum Arbeiten ja, zur Raumausleuchtung definitiv No-Go. Ja. Die bleiben alle definitiv drin. Als Arbeitsbeleuchtung, was jetzt weicht, sind die LED-Wandröhren und werden ersetzt durch diese LED-Paneele. Warum LED-Paneele und was erhoffe ich mir von den LED-Paneelen? Wir können kurz Daten sagen. Die haben hier 4500 Lumen, also eine extrem hohe Lichtquelle und wir haben hier 4000 Kelvin, das ist einfach nur eure Lichtfarbe. Wir haben Neutralweiß, desto höher ist Kaltweiß, desto niedriger ist Warmweiß, so viel dazu. Aber ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Lampe auf, gucken mal rein und da sehen wir schon diese ganzen einzelnen Diodenstreifen und eigentlich, wenn man so will, ist es ja genauso aufgebaut wie unser LED-Fluter, SMD-Fluter, bloß dass wir hier einen diffusen blinden Schirm oben drüber haben. Wofür nutzen wir den? Um Coating-Rückstände abzunehmen, um Schlieren zu sehen und. Dafür stelle ich es mir jetzt ziemlich hilfreich vor. Und ich möchte diese Lampen hier als ganz normale Hallenbeleuchtung haben und die SMD-Strahler, wie sie jetzt schon sind, einzeln zuschalten, wirklich nur zum Arbeiten. Wie gesagt, für die Scan-Grip-Lampen gibt es ja genau dasselbe, dass man hier diesen blinden Schirm einmal oben rüber steckt und kann somit seine Schlieren kontrollieren. Ich würde sagen, wir verbauen den ganzen Bums mal und schauen mal, was daraus geworden ist. Let's go! Eigentlich 2.0 ist installiert und ich muss ehrlich sagen, es ist der Wahnsinn, wie es sich von LED-Panel zu LED-Panel immer weiter gesteigert hat. Ich denke mal, ihr seht es schon, wir stehen hier wirklich im Tageslicht. Kombination aus SMD-Flutern und LED-Panelen ist auch der Wahnsinn. Wir können es aber eins entscheiden, ich hatte es vorher gesagt, die SMD-Fluter neigen echt ein bisschen dazu zu blenden. Dann können wir nur mit den Paneelen beleuchten, dass wir hier ein ganz normales Raumbeleuchtung haben. Wenn wir aber arbeiten wollen oder wenn ich arbeiten will, mache ich die Fluter definitiv mit an. Ich muss mal gucken, ein Panel ist nämlich kaputt, ob ich es jetzt überhaupt noch mit hinzufüge, weil es ist echt schon extrem hell jetzt hier drin. Aber ich vielleicht nochmal hinten über dem Tor als Option, vielleicht mache ich auch nochmal zwei dazu. Müssen wir mal gucken, ich muss sowieso mal gucken, ob sich die ganze Geschichte gelohnt hat. Das erfahre ich erst, wenn die ersten Fahrzeuge drin sind und ihr erfahrt es nur, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos und dann können wir uns gemeinsam angucken, wie sich die ganze Geschichte hier positiv oder negativ auf die Aufbereitung ausgewirkt habt. YouTube Gewinnspiel vom letzten Video, den Gewinner blende ich euch hier unten ein. Den haben wir über Instagram ausgelost und ansonsten würde ich sagen, halten wir es kurz und knackig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, falls Fragen, einfach in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.